Guten Morgen zusammen. Ja, ich möchte euch die Plattform podcasterinnen.org vorstellen. Und am Anfang möchte ich aber ein bisschen was über meine Seriengewohnheiten erzählen. Ich habe vor kurzem angefangen, die Serie One Day at a Time zu gucken. Und da ist mir wieder eine Person, also der Cast ist ohnehin großartig, aber eine Person ist mir besonders aufgefallen. Das ist die Schauspielerin Rita Moreno. Rita Moreno ist puerto-ricanische Schauspielerin und Sängerin. Die ein oder andere könnte sie vielleicht kennen, weil sie in West Side Story die Anita gespielt hat. Und Rita Moreno gehört zu dem Kreis von nur 15 Personen, die den Oscar, den Emmy, den Tony und den Grammy Award gewonnen haben. Das sind die vier Preise in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie, die am wichtigsten sind. Und es gibt nur 5 Leute, die das bisher überhaupt geschafft haben. Wieso erzähle ich euch das alles? Mir sind wieder 2 Dinge klar geworden und ich habe das dann auch relativ schnell vertwittert. Ich podcaste jetzt selber seit 3 Jahren bei Kunst und Horst über Schauspiel, hauptsächlich übers Theater und kann relativ gut von einigen Schauspielern sagen, an welchem Haus sie spielen, unter welchem Regisseur sie gespielt haben, wer Intendant an dem Haus war. Bei Schauspielerinnen weiß ich das aber ganz oft nicht. Und das, obwohl ich sie ein paar Mal gesehen habe. Und ich selber bezeichne mich als Feministin und habe trotzdem das Problem, dass ich meinen männlichen Blick auf die Welt nicht so schnell abgestellt bekomme. Das ist auch für mich immer noch Arbeit. Der zweite Punkt, der mir wieder klar geworden ist, ist die Sichtbarkeit. Es ist unfassbar wichtig, Menschen sichtbar zu machen. Und ich muss jetzt in die gleiche Kerbe schlagen wie das Panel davor. Es handelt sich dabei ausschließlich um Menschen, die nicht weiß und nicht männlich sind. Die haben seltene Plattformen, sind selten sichtbar und deswegen haben wir angefangen, die Plattform podcasterinnen.org zu gründen, die jetzt seit 3 Monaten online ist. Wir haben ungefähr 1 Jahr daran gearbeitet und weil mir das Thema Sichtbarkeit so wichtig war, habe ich gedacht, ich lasse jetzt einfach mal hier nebenbei die bisher 80 Profile durchlaufen. Natürlich fehlt jetzt ein bisschen die Zeit, dass ihr euch jedes Profil einzeln angucken könnt, aber ihr könnt ja, wenn ihr Interesse habt, nochmal auf die Webseite gehen und sie euch da angucken. Sichtbarkeit ist in allen Bereichen wichtig, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kunst, im Theater, im Schauspiel, in der Musik und natürlich auch beim Thema Podcasting. Jetzt läuft das noch ein bisschen länger als geplant, weil ich viel schneller gesprochen habe. Ja? Aber ihr habt noch 2 Sekunden, dann habt ihr es geschafft. So. Was wollen wir mit der Plattform überhaupt erreichen? Ja, Moment. Was wollen wir erreichen? Einmal wollen wir die Sichtbarkeit von Podcasterinnen und nicht-binären Podcast-Personen erhöhen. Und deswegen gibt es überhaupt diese Plattform, dass man sieht, dass es Menschen gibt, die zu jedem Thema auch was zu sagen haben. Wir wollen natürlich nicht nur, dass ihr die Leute seht, sondern wir möchten auch anderen Menschen die Möglichkeit bieten, nämlich VeranstalterInnen und PodcasterInnen, sich Gäste einzuladen und sie auch auf unserer Plattform erstmal zu finden und sie einzuladen für Panels und Workshops oder eben auch in den eigenen Podcast. Meistens gibt es ja die Ausrede, das ist mir ganz oft begegnet, ich finde aber überhaupt niemanden zu dem Thema. Ganz lange hieß es immer, ja, ich habe hier einen Webentwickler-Podcast oder einen Fußball-Podcast und ich finde jetzt überhaupt keine Frau, die ich mal einladen kann. Jetzt hat sich ja gerade Früff gegründet, Frauen reden über Fußball. Es gibt also ganz viele Frauen, die über Fußball reden können und die haben sich auch zum Teil schon bei uns ein Profil angelegt. Und natürlich möchten wir, dass es irgendwann immer schwieriger wird zu sagen, wir machen ein All-Male-Panel, denn es soll sich ja eben divers gestalten und nicht, dass Podcast-Veranstaltungen nur mit einem rein männlichen Panel besetzt werden. Das ist in letzter Zeit sehr oft passiert, das passiert immer noch und es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann sagen kann, oh, guck mal hier bei podcasterinnen.org, die hättest du doch auch einladen können, wenn es um CNC-Fräsen geht oder so. Wer sind wir überhaupt? Einmal Michaela Lehr, Nele Heise und meine Person. Michaela war hauptsächlich für die Entwicklung zuständig. Nele Heise hat mit ihrer Frauenstimmen im Netzliste schon ganz viel dazu beigetragen, dass viel Arbeit nicht mehr zu machen war für uns. Und ich habe mich so ein bisschen um die Inhalte gekümmert. Danke. Hm.
Wer kann sich bei uns überhaupt ein Profil anlegen? Podcasterin und nicht-binäre Podcast-Person, die in einem festen Team podcasten oder einen eigenen Podcast produzieren. Ihr seid alle herzlich eingeladen, euch ein Profil bei uns anzulegen. Und ich habe jetzt letzte Woche geguckt, da waren es 80 Leute, es sind jetzt schon ein paar mehr Profile. Es gibt immer ein bisschen Schwierigkeiten noch, wir haben noch so 2, 3 Bugs. Wenn ihr euch nicht anmelden könnt, nicht registrieren könnt, sagt einfach Bescheid. Wir sind damit relativ schneller Antwortzeit, gerade auf Twitter und E-Mail. Jetzt die Frage bitte, wer kann sich ein Profil anlegen? Podcasterinnen sind Frauen. Nicht-binäre Podcast-Personen sind Menschen, die sich nicht ausschließlich einem der beiden Geschlechter männlich und weiblich zuordnen lassen möchten. Und ich sage das deshalb, weil wir immer wieder Männer haben, die sich bei uns ein Profil anlegen möchten und dann relativ entsetzt sind, dass sie plötzlich doch nicht mitgemeint sind. Wie sieht denn überhaupt so ein Profil bei uns auf der Webseite aus? Ich habe ein Beispielprofil angelegt. Es gibt wenig Pflichtfelder bei uns und das ist auch bewusst so gewählt. Pflichtfeld Nummer 1 wäre einmal der Vorname. Das muss nicht der Klarname sein, das kann auch ein Twitter-Handle oder irgendwas sein, einfach um so ein bisschen die Frauen und nicht-binären Personen zu schützen. Das zweite Pflichtfeld ist die Kurzbiografie, die hier so ein bisschen blau hinterlegt ist. Und dann gibt es noch das Pflichtfeld der eigene Podcast. Alles andere sind freiwillige Informationen, die die Personen bei uns eintragen können. Im ersten Teil des Formulars geht es eher um die Person und erst im zweiten Schritt um den eigenen Podcast. Wir wollten halt gerne, dass die Person im Vordergrund steht und nicht der Podcast, weil wir sind zwar irgendwie dann doch eine Podcast-Suchplattform geworden, weil viele auch gucken, was für Podcasts gibt es überhaupt, aber es geht in erster Linie erstmal um die Leute, die die Podcasts machen. Dann kommen eben die Podcasts, die Referenzen und natürlich so eine kleine Checkbox, wozu man die Leute eventuell auch einladen können oder was sie selber auch machen und welche technischen Skills sie auch mitbringen. Wer kann bei uns suchen? Podcaster, Podcasterinnen und nicht-binäre Podcast-Personen, also eigentlich alle PodcasterInnen, die eine Person für ihren Podcast suchen. Also wenn ihr irgendwie sagt, ich möchte gern zu Thema XY mal jemanden anderes einladen, seid ihr eingeladen, auf die Plattform zu gehen, euer Schlagwort einzugeben und dann könnt ihr danach suchen und könnt die Person bisher leider noch nicht direkt über die Plattform anschreiben. Die meisten haben aber zum Beispiel ihr Twitter-Handle hinterlegt, wo man sie eventuell mal anpingen könnte. VeranstalterInnen sind auch eingeladen, wenn sie mal eine Veranstaltung zum Thema Podcasting machen möchten, bei uns zu suchen und zu sagen, der und der Workshop, den möchten wir gerne mit einer Frau oder einer Person besetzen, die dann den Workshop hält, um eben zu vermeiden, dass man immer und immer wieder, und das ist auch eben der Grund, warum diese Plattform überhaupt entstanden ist, aus so einer gewissen Wut heraus, dass man immer und immer wieder Veranstaltungen sieht, bei denen eben nur Männer eingeladen worden sind. Dann kommt ein Punkt, den ich selber so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, was ziemlich lustig ist. Podcast-Hörende können natürlich bei uns auch nach Podcasts suchen. Ich hatte das deshalb gar nicht auf dem Schirm, weil ich so fixiert darauf war, dass es eben um die Person gehen soll und gar nicht um den Podcast, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass Leute natürlich auch da eine Podcast-Suchmaschine haben könnten, die sie auch nutzen können. Es gibt ja so im Allgemeinen nochmal für alle Podcasts die Plattform Feed, die vielleicht der oder die eine andere kennt. Und bei uns kann man eben auch nach Podcasts suchen. Ich mache das mittlerweile auch selber, weil ich festgestellt habe, wir haben nur 80 Profile bisher, aber da sind total viele Menschen bei, von denen ich noch nie was gehört habe. Und es macht total viel Spaß, sich da mal so durchzuklicken und zu gucken, wen es alles gibt. Und natürlich auch Podcast-ProduzentInnen, die auf der Suche nach neuen Stimmen sind, die eventuell mal ein neues Projekt haben möchten und sagen, wir brauchen mal ein paar andere Stimmen hinterm Mikrofon. Dann geben wir noch einen kleinen Ausblick, was so die Aussichten sind für die nächsten Monate. Wir sind heute auf den Tag genau 3 Monate online, deswegen ist uns heute Morgen auch mal kurz das HTTPS-Zertifikat abgerauscht. Aber es läuft jetzt wieder. Es soll, das nächste, was wir einrichten wollen, ist die Kontaktaufnahme direkt über die Plattform podcasterinnen.org und zwar so, dass die Mailadresse für die Leute, die suchen, nicht sichtbar ist. Das hat auch wieder eine Schutzfunktion, damit Leute nicht zugespammt werden mit E-Mails. Und ich weiß, da werden jetzt die ein oder anderen Sektkorken fliegen, weil wir da schon sehr oft drauf angesprochen worden sind.
Wir werden einen Gästinnenbereich einrichten. Wir haben uns die URLs Podcast Gästinnen mit ä.org und Podcast Gästinnen mit ae.org gekauft. Und es wird nicht über diese Webseite erreichbar sein, aber es wird eine Weiterleitung geben, eben auf podcasterinnen.org und dann nochmal so ein extra Bereich, in dem sich Menschen ein Profil anlegen können, die schon mal zu Gast in einem Podcast waren, aber keinen eigenen Podcast haben. Da waren einige mit bei, die das gerne haben wollten. Und ich habe auch schnell gemerkt, so nach 3-4 Tagen, dass uns da irgendwie ein bisschen was vielleicht auch durchgegangen ist. Es gibt halt Menschen, die waren schon 3-4 Mal im Rasenfunk zu Gast und standen dann plötzlich bei uns vor der Tür und sagten, ja, aber ich will mir doch auch ein Profil anlegen. Ich so, ja, aber du hast leider keinen Podcast. So. Und deswegen möchten wir es eigentlich jetzt relativ schnell auch an den Start bringen. Was fiel uns bei der Arbeit besonders auf? Die Klarnamenpflicht. Ich weiß, dass es immer mal wieder im Gespräch ist, auch bei Twitter Klarnamenpflicht einzuführen. Und wir haben uns bewusst von Anfang an dagegen entschieden. Denn, das darf man nicht vergessen, Menschen, die sich sichtbar im Netz machen, machen sich auch sehr schnell angreifbar für Leute von außen. Und das wollten wir einfach verhindern. Die Ansprache und Schreibweise bei so einem Projekt stößt auch irgendwann an ihre Grenzen. Das fiel uns dann auf mit der URL podcasterinnen.org. Kann der Eindruck entstehen, dass es eine Plattform ist, die nur für Frauen da ist. Und das wollen wir eigentlich nicht sein. Nur lässt sich das mit der URL irgendwie ein bisschen schlecht abbilden oder wir haben nicht früh genug daran gedacht, vielleicht hätte es auch eine Möglichkeit gegeben. Aber eben die Art und Weise, wie man Menschen anspricht, ist super wichtig. Manchmal sind es kleine Details, aber man muss auch manchmal ein bisschen gucken, wie macht man es jetzt richtig oder schließt man dann am Ende nicht doch noch Leute mit aus. Das Profil soll, die Person soll im Vordergrund stehen und nicht der Podcast. Und dann, was wir relativ am Anfang gemacht haben, waren die Tags und die Schlagworte und wie sie zustande kamen. Wir hatten zum einen von Nele die Frauenstimme im Netzliste, da waren bereits über 400 Einträge drauf und Nele hatte die alle mal irgendwann für sich verschlagwortet. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen was über diese Schlagworte erzählen. Einmal, was sind die Unterschiede zu den iTunes-Kategorien, in die ihr euch ja alle, wenn ihr einen Podcast habt, irgendwie reindrücken lassen müsst. Es gibt bei iTunes genau 67 Kategorien. Manchmal sind es Kategorien mit einem Unzeichen dazwischen. Ich müsste jetzt gleich mal gucken, welches. Aber wir haben die alle auseinandergezogen. Also es gibt bei uns keine Tags groß, die ein Unzeichen dazwischen haben. Und wir haben viel mehr Tags. Wir haben zum einen diese 67 iTunes-Kategorien genommen und die runtergeschrieben und sind dann durch Nedes Liste durchgegangen und haben geguckt, welche Schlagworte kommen noch am häufigsten vor. Und dann ist es auch die Diversität der Tags, wie unterschiedlich iTunes Dinge bewertet oder wertschätzt zu dem, was wir machen. Das sind jetzt die kompletten iTunes-Kategorien. Es gibt genau eine Kategorie zum Thema Sexualität und als ich da das erste Mal drüber gestolpert bin, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt, wenn ich ein junger Mensch bin und vielleicht bisexuell oder homosexuell? Drücke ich dann jetzt auf Sexualität und suche dann nach Podcast, was schlägt mir denn dann vielleicht entgegen? Stattdessen gibt es aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iTunes-Kategorien zu Religion und Spiritualität. Das ist ja okay, dass es diese 7 Kategorien gibt, nur ich habe mich dann hinterher gefragt, warum gibt es zu Sexualität eben so wenige? Wir haben bei unseren 180 Tags 12 zu Sexualität und Partnerschaft und wir hoffen, sie reichen auch bisher aus, dass jeder sich wiederfindet. Wir haben zum Beispiel die Kategorie Non-Binary, Bisexualität und Homosexualität und wenn man nach solchen Podcasts bei uns sucht, wird man schnell fündig im Gegensatz zu iTunes. Das Gleiche haben wir bei der Technologie. Da gibt es einmal die Oberkategorie Technologie und dann Software-Tipps. Ich habe bei uns jetzt nochmal nachgeguckt, auch hier immer noch unsere 180 Tags, 60 Tags zur Technik, auch solche Themen wie Netzkultur und Netzpolitik. Es ist erstaunlich, dass es so
dass alle es irgendwie schaffen, sich in diesen 67 Kategorien von iTunes einzufügen. Ich habe da vorher auch nie drüber nachgedacht, aber als ich das dann plötzlich so runtergeschrieben habe, habe ich gedacht, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Vielleicht ist es mir auch nicht aufgefallen, weil für Kunst gibt es dann auch plötzlich Kunst und Theater, aber bei Sexualität saß ich dann da und habe gedacht, das ist irgendwie ein bisschen befremdlich, ich fand das seltsam. Was mir auch aufgefallen ist, und das ist jetzt ein ganz persönliches Fazit, und ich habe das auch bei Twitter schon ein paar Mal geschrieben, bildet Banden, unterstützt euch und lasst euch nichts einreden. Ich bin das erste Mal in die Situation gestolpert, in einem rein Frauenteam zu arbeiten, und ich kann euch sagen, es war fantastisch. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung hinter mich gebracht und mir wurde schon in der Schule immer eingeredet, mit Mädchen und Frauen kann man nicht zusammenarbeiten. Die sind zickig, die wollen sich durchsetzen und eigentlich will auch immer eine die Coole in der Männerklique sein. Es war so ein schönes Arbeiten mit Michaela und Nele und all den anderen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass ich immer noch total happy darüber bin, mit den tollen Frauen dieses Projekt gestartet zu haben. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ihr euch einfach vernetzt. Männer machen das schon immer. Probiert's, setzt euch zusammen, startet coole Projekte und unterstützt euch gegenseitig. Dankeschön. Wir haben noch Zeit, ich bin immer viel zu schnell, weil ich so aufgeregt bin, aber vielleicht gibt es ja noch Fragen. Genau. Habt ihr Fragen? Dann meldet euch. Jetzt ist die Chance. Hast du das so gut gemacht? Es gab nichts. Doch, hier vorne. Ich hätte zumindest noch eine Anregung. Meine Gäste, die bei mir im Podcast zu Gast sind, werden vermutlich kein Profil da haben, weil die dann doch schon etwas älter sind und als Zeitzeugen dann eher aus einem anderen, anderen Sozialisation kommen und Technikerfahrung. Habe aber trotzdem die Erfahrung gemacht, dass allein die Präsenz von eurem Portal oder auch das Beschäftigen jetzt damit auch mich dazu veranlasst hat, dann immer zu gucken, gibt es da vielleicht einen weiblichen Zeitzeugen, den man dazu sprechen kann, weil tatsächlich auch auf diesen Zeitzeugenportalen, da ist es schon sehr gemischt, also da kann man sich dann auch gerne mal umgucken, wenn es dann wirklich um Zeitzeugen geht und auch wirklich mal aktiv gucken, ob es da vielleicht auch eine weibliche Stimme gibt. Ist tatsächlich auch für den Podcast ganz angenehm, wenn dann man auch unterscheiden kann, wer da spricht und die weibliche sich dann auch manchmal ganz interessant ist. Also auch wer da nicht auf podcasterin.org ist und einen Podcast macht, kann auch gerne mal aktiv gucken, ob er nicht eine weibliche Stimme damit reinkriegt. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel auch noch speakerin.org, an denen wir uns auch relativ dran orientiert haben, was unsere Webseite angeht. Also es gibt da viele Möglichkeiten zu gucken, ob man nicht auch mal eine weibliche Stimme findet. Danke, Martin. Da hinten sehe ich noch jemanden. Ich komme. Herzlichen Dank erstmal. Ich hätte eine Frage, die geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie die eben, weil als ich dort mal reingeguckt habe, habe ich gemerkt, dass es doch thematisch relativ homogen ist. Also das heißt, man findet zu Technologiesachen, man findet eben diesen ganzen Diversitätsfragen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Staatsrechtlerin oder eine Medievistin oder sowas suche, das heißt dann eher so ein bisschen abseitigere, akademischere Themen, die nicht in der Medienbubble stattfinden, in der es aber natürlich auch unheimlich viele Professorinnen und Expertinnen gibt, die finde ich über diese Seite nicht. Deswegen die Frage, also was natürlich ist, ne, weil das aus der Community herauskommt. Meine Frage wäre da, ob es da Überlegungen bei euch gab, wie man die vielleicht auch mit reinholt. Einfach vielleicht über bestimmte Berufsverbände oder so mal zu gucken, ob die zum Beispiel über ihre Mailinglist mal fragen, wollt ihr euch da nicht eintragen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Gästinnen das da gut reinpassen würde, aber das wäre nur meine Frage. Zum einen muss ich zugeben, dass wir nach dem 35C3 erstmal ein bisschen Pause gemacht haben, weil wir alle ziemlich fertig waren. Was auch so Anschreiben von Leuten aktiv angeht, das liegt noch ein bisschen brach. Wir werden jetzt im April und Mai auch wieder durchstarten. Deswegen gab es auch gar nicht so viele Sachen, die wir jetzt noch neu angelegt haben. Das andere ist, was natürlich immer geht, ist Tags auch einzureichen. Also wir hatten am Anfang 5 oder 6 weniger und dann schrieben uns aber Leute an und sagten, boah, ich habe aber den und den Podcast, ich hätte gern bei euch ein Profil, ich finde mich aber in den Tags nicht wieder. Also nur weil wir jetzt 176 waren es damals Tags haben, heißt das ja nicht, dass die allumfassend sind. Wenn jemand sagt, ich habe den Podcast und wäre gern mit bei euch dabei, kann man uns immer eine E-Mail schreiben oder bei Twitter anschreiben. Und wenn es dann nicht ausgerechnet explizit genau dieser Fachbegriff ist, gucken wir
Gehalt, dass wir was finden, was so ein bisschen als Überbegriff steht. Wir hatten zum Beispiel eine Podcasterin, die wollte gerne die Kategorie Bier haben. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, aber wie wäre es, wenn wir Getränke nehmen, weil sonst müssen wir ja vielleicht noch für Whisky, Wein und Cola auch eine Kategorie machen. Das dient so ein bisschen der Übersichtlichkeit. Andere Plattformen machen frei eintippbare Tags und ich stand dann relativ schnell davor, dass ich dachte, was gibt denn jetzt eine Entwicklerin ein? Schreibt jetzt Entwicklerin, Entwickler, Developer oder Developerin? Und das beschreibt so ein bisschen das Problem, warum wir versuchen, viele Tags sind okay, aber sie ein bisschen übersichtlich zu halten, weil die Seite soll ja auch noch benutzbar sein. Ich würde da einfach nur zu ergänzen, ich bin die Nele, von der Daniela geredet hat. Du hattest ja erwähnt, speakerinnen.org ist zum Beispiel ja auch eine Seite, wo man tatsächlich auch nach kompetenten Expertinnen zu Themen suchen kann. Also das heißt, wir können hier jetzt nicht Leute so auf die Seite schieben, sondern es ist auf Selbstanmeldung basierend. Das hat sehr viele Gründe, die du da auch erwähnt hast. Und wenn ihr Podcasterinnen, nicht-binäre Podcastende kennt, die da noch nicht sind, dann sprecht die doch mal an und sagt, reich doch da mal ein. Also weil es ist sozusagen ein Word-to-Mouth-Projekt, was nur darüber funktioniert. Ja, und es ist, das muss man auch sagen, ein ehrenamtliches Projekt. Also wir haben ultra viel Zeit da reingesteckt, ganz viel Energie, ganz viel Arbeit und wir sind natürlich auch so ein bisschen darauf angewiesen oder würden uns wünschen, dass ihr auch das weitertragt, dass ihr sagt, das ist die Plattform, melde dich da an. Da hat Nele recht, das war ein guter Punkt, ja. Super. Dann würde ich sagen, für so kurze Zeit habt ihr schon ganz schön viel erreicht. Ja, wir müssen nur leider weitermachen. So, okay. Das ist immer das Problem dann. Wurde mir jetzt hier signalisiert. 3 Minuten haben wir noch. Ja, die nutzen wir natürlich aus. Habe ich die Zeichen falsch gedeutet? So, bitteschön. Habt ihr das vor, auf andere Sprachen zu erweitern? Bitte was? Habt ihr das vor, auf andere Sprachen zu... Bitte was? Auf andere Sprachen zu erweitern, also das Benutzerinterface in Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter? Es ist schon geplant, es auf Englisch nochmal zu veröffentlichen, die Webseite. Aber eins nach dem anderen. Wir haben bestimmt noch 1,5 Minuten, also wenn noch eine Frage da ist. Ja, bitte. Also ich glaube, die Frage nach der Sprache war auch gerichtet, wenn ich jetzt einen gewissen Sprechenden in Englisch oder was immer suche, das nur eventuell als Text aufzunehmen oder Berufsgruppen oder Nationalitäten. Das sind natürlich, okay, ist drin, Sprache? Gut. Ach, es ging um die Sprachen. Ja, man kann sein, die Sprachen, die man spricht, kann man eintragen. Also Pumuckl spricht jetzt in seinem Beispielprofil leider nur Deutsch, aber wenn man jetzt einen englischsprachigen Podcast macht, kann man natürlich auch Englisch eintragen oder Französisch oder Spanisch oder alle vier. Und das wird dann auch angezeigt auf der Webseite. Okay. Natürlich ist immer die Frage, je mehr Text man hat, macht man vielleicht die Person angreifbarer oder halt identifizierbarer. Aber genau das ist ja eigentlich irgendwo auch der Wunsch, dass man sagt, ich habe einen Kontakt zu einer gewissen Berufsgruppe in einem gewissen Land, also aus Herkunftsland zum Beispiel oder mit einer gewissen Nationalität, dass ich die Perspektive beleuchten kann. Ist natürlich immer die Frage, wie viel möchte man auf der Plattform dann veröffentlichen? Das liegt ja an jedem selber. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch bewusst dagegen entschieden, die 400 Podcasts, die Nele hat, einfach in eine Datenbank öffentlich reinzukippen. Also es ist alles auf Freiwilligkeit. Niemand muss irgendwas angeben, was er nicht will. Und dann muss man halt auch selber entscheiden, inwieweit bin ich identifizierbar, wenn ich jetzt das, das und das mit angebe. Gut, dann haben wir es jetzt ausgenutzt. Vielen Dank, Daniela Isos. Bitte ein donnernder Applaus.